Mit der Aktion Ich mach mich stark für die Pflege sind wir heute im Herbergsverein, Altenheim und Diakoniestation in Tostedt. Hier ist heute die Bundestagsabgeordnete der SPD, Monika Grief-Hahn, zu Besuch. Das hiesige Altenheim und die Diakoniestation erleben in den letzten Jahren nicht nur eine wesentliche Veränderung des Bewohnerbildes, sondern auch bei der eigenen Mitarbeiterschaft. Der Personalschlüssel reicht nur für eine Nachtwache für 50 zum Teil schwer demente Bewohner aus. Und in dem Tagesdienst muss auch knapp gerechnet werden. Mit insgesamt 12 Ausbildungsstellen, erfolgreichen Fortbildungen und anderen Angeboten schafft man, dass viele der Fachkräfte jahrelang im Dienst bleiben. Der steigende Arbeitsdruck beansprucht aber alle Mitarbeiter bis aufs Äußerste. Die Mitarbeiterschaft würde sich darüber freuen, auf die sich schnell ändernden Bedürfnisse der Bewohner flexibler eingehen zu können. Dazu gehört auch die Sterbebegleitung durch das Hospiz. Dass man gerade bei einem so sensiblen Lebensabschnitt oft auf bürokratische Hindernisse der zuständigen Behörden stößt, wird bedauert. Der Gesellschaft sollte es nicht zu teuer sein, dass diese Arbeit für und von anderen Menschen für die Gesellschaft erbracht wird. Wir haben die Bundestagsabgeordnete Monika Grief-Hahn nach ihrer Meinung gefragt. Frau Grief-Hahn, wie möchten Sie leben, wenn Sie alt sind? Ja, ich möchte natürlich in Würde leben und ich möchte gerne möglichst lange zu Hause leben. Aber ich denke, dass ein gutes Pflegeheim dann letztlich, wenn ich zum Beispiel dement wäre, eine gute Alternative ist. Wie kann die Pflege entbürokratisiert und die Pflegenden damit entlastet werden? Ja, ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wenn wir den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definieren, die Pflegestufen neu definieren, dass dann mit Pauschalen gearbeitet werden kann und dass dann tatsächlich nicht mehr pro Punkt Dinge berechnet werden. Die Diakonie in Niedersachsen zahlt mindestens 10,50 Euro pro Stunde. Der private Arbeitgeberverband hat jetzt einen Mindestlohn von 8,50 Euro tariflich vereinbart. Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der Mindestlohn sein? Ich freue mich sehr, dass die Diakonie 10,50 als Tariflohn hat. Ich denke, das ist ein sehr guter Lohn, um erstmal einen Anreiz zu schaffen. Ich denke, Pflege ist ein sehr anspruchsvoller Beruf und er sollte auch entsprechend entlohnt werden. Ich wünsche mir sehr, dass der Tariflohn für alle gilt. Was werden Sie konkret tun, um die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern? Ja, wir haben in der letzten Legislaturperiode ja angefangen, Dinge zu erweitern, also Pflegestufen zu erweitern, Stützpunkte einzurichten. Ich wünsche mir sehr, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen können, sodass wir mehr Menschen in die Ausbildung bekommen und dass wir in der Pflege, in der Ausbildung, in der begleitenden Arbeit für die Pflegekräfte Verbesserungen erreichen können, sodass Menschen auch lange in der Pflege arbeiten können und nicht sehr schnell ausgelaugt sind. Der Regierung liegt ein Vorschlag vor, wie Pflegebedürftigkeit neu definiert werden kann. Was denken Sie dazu und wie werden Sie sich dafür einsetzen? Also die SPD hat ja gesagt, dass Pflegebedürftigkeit erweitert werden muss, dass wir einfach Verbesserungen brauchen, dass nicht einfach nur gesagt wird, jemand ist wenig pflegebedürftig und braucht deswegen nur ein paar Minuten, sondern dass wir ganzheitlich den Menschen betrachten. Also das ist eigentlich das, was wir anstreben sollten, dass Kinderausbildung und Pflege von Älteren sozusagen als ganzheitliche gesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden. Mehr Informationen über die Aktion Ich mach mich stark für die Pflege erhalten Sie im Internet.